Zu Beginn der Corona-Krise war die Schließung der Zulassungsstelle für den Kreis Warndorf keine Option. Oberste Priorität war allerdings immer die Gesundheit der Kunden und der Mitarbeiter. Aus organisatorischen Gründen konnten daher zu Beginn der Corona-Krise nur 2 Termine pro Zulassungsstelle und halbe Stunde angeboten werden. Am 6.4. war es uns durch organisatorische Änderungen möglich, das angebotene Serviceangebot zu steigern. So wurde ein sogenannter Backoffice-Bereich geschaffen, in dem die Zulassungsvorgänge der Autohäuser, Händler und Zulassungsdienste abgearbeitet wird. Durch die Abarbeitung im Backoffice-Bereich wurden mehr Termine freigegeben für Privatkunden, sodass da die Wartezeit reduziert werden konnte. Zusätzlich wurde ein Abmeldeschalter installiert, in dem kurzfristig telefonische Termine vereinbart werden können. Ja. Der Besuch der Zulassungsstelle ist nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Aufgrund der nun nicht mehr so hohen Anzahl an Zulassungsvorgängen, die wir pro Tag und Woche bearbeiten können, ist die Wartezeit für die Privatkunden leider auf 3 Wochen angestiegen. Zudem ist im Frühjahr immer mit erhöhten Zulassungszahlen zu rechnen, da die aus dem Winterschlaf erwachenden Motorräder, Cabrios und Wohnmobile zugelassen werden wollen. Aktuell haben private Personen folgende Möglichkeiten, ein Fahrzeug zuzulassen. Sie können, wie zuvor beschrieben, Termine über die Homepage des Kreises Warendorf buchen, um zur Zulassungsstelle zu kommen. Es gibt allerdings auch das sogenannte IKFZ-Verfahren. Nähere Informationen zu diesem Verfahren können Sie auch auf der Homepage des Kreises Warendorf abrufen. Die Einschätzung, wie es in Zukunft mit dem Besuch der Zulassungsstelle weitergeht, fällt mir schwer, da ich natürlich auch nicht weiß, was unsere Bundesregierung an nächsten Schritten plant. Sollte der spontane Zutritt der Zulassungsstelle wieder möglich werden, gehe ich davon aus, dass aufgrund des erhöhten Publikumsandranges, aber auch hier mit Einschränkungen oder Beschränkungen im Zutritt der Zulassungsstelle zu rechnen ist. Ja, wenn ich Wünsche an unsere Kunden richten dürfte, würde ich mir wünschen, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten einen ruhigen und freundlichen Umgang miteinander pflegen. Bitte haben Sie Verständnis für die hier getroffenen Maßnahmen. Alle getroffenen Maßnahmen dienen nur Ihrem und unserem Schutz. Bitte geben Sie, wenn Sie Termine reserviert haben und diesen nicht benötigen, uns bitte eine kurze Info, denn dann haben andere Personen vielleicht die Möglichkeit, einen früheren Termin bei uns zu buchen. Als letztes wäre es vielleicht noch schön, wenn Sie sich über die Homepage des Kreises Warendorf über die benötigten Unterlagen informieren. Gerade bei Zulassungen, die in Vollmacht für andere Personen vorgenommen werden, fehlt uns des Öfteren das SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Kfz-Steuer, das von dem Halter persönlich unterschrieben sein muss. Wenn dieses Dokument bei der Zulassung nicht vorliegt, kann es nicht vorgenommen werden. Das heißt, Sie haben den Termin umsonst gebucht, müssen nochmal warten. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie alle gesund und vielen Dank.